Stellen Sie sich vor, dass Sie diese Präsentation nicht sehen können. Stellen Sie sich auch vor, dass Sie meine Mimik nicht sehen können. Sie sehen meine Gesten nicht. Das Einzige, was Ihnen Auskunft gibt über diesen Talk, ist meine Stimme und die Intonation meiner Stimme und die Informationen, die Sie glauben, aus dieser Intonation heraushören zu können. Stellen Sie sich nun vor, dass Sie auf der anderen Seite sind. Sie präsentieren vor einem blinden Publikum. Ein Publikum, das Sie nicht sehen kann, wenn Sie vorne stehen, dem Sie aber trotzdem etwas Komplexes beibringen möchten. Sie möchten vielleicht eine Strategiepräsentation geben oder ein Projekt präsentieren. Sie haben komplexe Folien, zum Beispiel Tabellen oder auch Flowcharts, und möchten diese einem Publikum näher bringen, das nicht die Slide sehen kann. Wenn wir uns über die Integration von Behinderten am Arbeitsplatz unterhalten, sehen wir das immer als große Schwierigkeit an. Ich möchte heute in meinem Talk ein bisschen aufzeigen, wie das in der Praxis aussieht und dass es oft gar nicht so schwierig ist. Das praktische Beispiel, das ich nehmen möchte, ist diese Folie hier. Diese Präsentation ist unsichtbar, keine Grafiken, keine Flussdiagramme und keine Tabellen. Wieso sage ich das? Wenn ich als Projektleiterin eine Präsentation mache und ich habe früher in der Pharma- und in der Softwareindustrie gearbeitet als Projektleiterin und jetzt mit Gruppen, die sehbehindert sind, die blind sind, aber auch mit normalsehenden Menschen, dann muss ich meine Präsentation so aufbereiten, dass sie für alle Leute sichtbar sind. Es sind einfache Methoden, die ich anwenden kann. Keine Grafiken, keine Flussdiagramme, keine Tabellen ist jetzt sehr extrem, das Beispiel, das ich hier nehme. Ich muss aber zum Beispiel auch genug Zeit einberechnen, dass ich, wenn ich ein Flussdiagramm oder eine Tabelle habe, mir die Zeit nehme, das auch wirklich durchzuerklären. Viele Arbeitgeber scheuen sich davor, behinderte Menschen einzustellen. Viele Arbeitgeber haben Angst, weil sie das Gefühl haben, oh, das bringt meine Abteilung durcheinander. Ich kann diesen Aufwand nicht auf mich nehmen, einen Arbeitsplatz zu schaffen für Sehbehinderte oder für Blinde. Aus meiner Erfahrung in der Arbeit mit gemischten Teams, mit richtig diversen Teams, wo sogar taubblinde Menschen, die weder hören noch sehen können, Teil meines Teams ist, dass man durchaus auch als Firma gewinnen kann. Man kann als Unternehmen profitieren. In dem Sinn, dass ich als Projektleiterin zum Beispiel meine Projektleitungsskills wesentlich verbessert habe. Mein Time-Management ist viel besser als früher, weil ich meine Präsentation einen Tag vorher schon abliefern muss für meine blinden Kollegen, damit sie vorher schon sehen können, was ungefähr drankommt und sich vorbereiten können. Eine PowerPoint-Präsentation ist an sich lesbar für blinde Menschen. Die arbeiten mit Screenreader-Software, welches ihnen die Inhalte von einer Präsentation vorliest. Da werden sukzessive die Texte vorgelesen. Bilder sind schwierig, die werden nicht vorgelesen. Grafiken werden auch nicht vorgelesen und müssen erklärt werden, genauso wie Tabellen auch durcherklärt werden müssen. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie eine ganz komplexe Tabelle bringen, dann sind Sie ziemlich lange dran, bis Sie das durcherklärt haben. Das Gleiche mit Flussdiagrammen. Sie müssen sich die Zeit einberechnen, durch das ganze Flussdiagramm durchzuerklären, bis Ihre Klientel das auch verinnerlicht hat und verstanden hat. Deshalb ist es auch wichtig, in der Planung von Sitzungen und von Events das zu berücksichtigen. Schlussendlich aber ist es so, dass die Änderung, die ein Unternehmen machen muss, um Arbeitsplätze für Blinde oder Sehbehinderte einzuführen, gar nicht so groß sind. Deshalb möchte ich hier aufrufen und bitten und Ihnen Mut machen, auch Arbeitsplätze zu schaffen für Leute mit Behinderung, auch wenn das Sinnesbehinderungen sind wie Gehörlosigkeit, Blindheit. Diese Leute sind zum Teil hochqualifiziert und verdienen eine Arbeitsstelle. Vielen Dank.